Yo Freunde, willkommen zu einem neuen Video und wie ihr schon im Titel seht, ist es heute eine Real-Life-Story und zwar über eine bestimmte Geldstrafe, 60 Euro Geldstrafe, da werde ich gleich noch was zu erzählen. Die Story ist jetzt eigentlich auch noch relativ neu. Kurz vorab, jetzt heute keine Facecam, weil ich habe leider wieder eine Augenentzündung und dann noch eine Frage vorab. Hättet ihr Lust auf ein Horror-Let's Play? Die Twitter-Umfrage hat ja ergeben, aber ich wollte einfach mal wissen, was ihr so auf YouTube dazu denkt. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt los. Und zwar bin ich halt an einem Dienstag um 3:15 aus hier in Bielefeld abgefahren mit dem Zug und bin dann so 3:45 angekommen, musste zwischendurch in Dortmund umsteigen. Bin also mit zwei verschiedenen Zügen gefahren und dann war ich halt in Oberhausen, aka Ökohausen. Ökohausen einfach, weil das ist, man merkt einfach richtig, dass das einfach, da sind zwei Mülltonnen, man muss Müll trennen und in den Bussen sind auch solche Plakate, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Auf jeden Fall war ich dann halt da und ich war mit den Gedanken wirklich einfach nur darauf fixiert, jetzt mit meinem Kumpel nach Hause und die Sachen abstellen, weil ich war kaputt von der Fahrt und ja, das hatte dann so seinen Nachteil, dass ich dann gedanklich nur noch darauf fixiert war. Und zwar mussten wir halt mit dem Bus zu ihm nach Hause fahren, weil die Eltern konnten uns nicht abholen oder haben uns nicht abgeholt oder wie auch immer. Ich weiß jetzt im Endeffekt nicht warum, aber auf jeden Fall mussten wir halt mit dem Bus fahren. Dachte ich, ja okay, jetzt nicht so geil, aber ist okay. Dann standen wir da an der Bushaltestelle, der Bus ist gekommen und an die unter euch, die Bus fahren, kennt das vielleicht. Es gibt ja ganz normale Einzeltickets, dann gibt es auch noch viele weitere Tickets und es gibt Vierer-Tickets. Vierer-Tickets sind eine Alternative zu den Einzeltickets. Du hast da halt vier Fahrten mit und sparst im Endeffekt Geld, als wenn du jetzt hier mal ein Einzelticket holen würdest. Das muss man halt dann immer abstempeln, wenn man in den Bus reingeht und dann gilt das anderthalb Stunden. Das heißt, in den anderthalb Stunden könntest du mit demselben Stempel nochmal fahren. Jetzt an die, die da jetzt nicht so viel Ahnung von haben. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich war gedanklich vollkommen darauf fixiert. Endlich nach Hause, Sachen abstellen, chillen. Ich war kaputt. Bin ich reingegangen in den Bus, hab abgestempelt. Dachte so, ja, okay. So, jetzt aber, weil ich immer so viel Glück habe, waren da dann Kontrolleure im Bus. Das so, ja, okay, gut. Also bei mir in Bielefeld, muss ich dazu sagen, wird nie kontrolliert. Und da waren dann direkt Kontrolleure im allerersten Bus. Ich habe übrigens die Tage darauf nie wieder einen Kontrolleur in dem Bus gesehen. Also es war wirklich allererste Bus, allererster Tag, wo ich da war. Also habe ich natürlich wieder Luck gehabt. Nicht. Und zwar sind die dann halt durch den Bus gegangen und sowas und meinte dann so, ja, Fahrschein bitte. Habe ich so gedacht, ja, okay, hier kannst du haben, bla bla, habe ich abgestempelt. Ich hatte nämlich noch ein Vierer-Ticket von zu Hause. Und da meinte er so zu mir, ja, das ist hier in dem Bereich nicht gültig. Beziehungsweise er hat mich erstmal gefragt, was das für ein Ticket sei. Ich meinte so, ja, ich komme von da und da. Meint er so, ja, ist nicht gültig. Beziehungsweise er hat versucht, mir irgendwie zu erklären, weil er konnte nicht wirklich Deutsch. Und ich meinte dann nur so, oh, ja, okay, sorry, ich wusste das nicht. Ich war hier noch nie in der Umgebung und sowas. Und ich hatte keine Ahnung. Ich gehe dann jetzt gerade schnell nach vorne und ziehe mir ein neues Ticket. Ist ja kein Problem, ne? Der Typ war aber von meiner Idee scheinbar nicht so wirklich begeistert und hat auch wirklich nicht viel mit mir geredet. Er meinte einfach nur so, ja, hier, bla bla. Man hat einfach wirklich gemerkt, er hatte einfach gar keinen Bock, da irgendwie sich mit der Situation weiter auseinanderzusetzen. Hat einfach nach meinem Personalausweis gefragt, habe ich ihn dann gegeben, bla bla. Direkt, bam, 60 Euro Strafe. Dazu muss ich sagen, also, das war jetzt halt, das Problem war halt, das Ticket, was ich hatte, war in Oberhausen, beziehungsweise ist in Oberhausen nicht gültig, weil es aus einem anderen Kreis kommt, sag ich mal, aus einem anderen Umfeld. Aber ich habe da, wie gesagt, absolut nicht dran gedacht und sowas und habe dann einfach aus Gewohnheit im Bus abgestempelt und weiß ich nicht. Also, der hat mir dann sofort 60 Euro aufgedrückt, das wurde ja, glaube ich, letztes Jahr erhöht, das Geld fürs Schwarzfahren, was ich zu dem Zeitpunkt aber auch ziemlich unverständlich fand, wieso er mir jetzt hier 60 Euro aufgedrückt hat. Also ich meine, ist okay, er macht auch nur seinen Job, aber ich weiß nicht, also
Ich war ja im Unwissenden, sag ich mal, und ich hatte ja wenigstens was abgestempelt, wisst ihr? Es ist ja was anderes, als wenn ich jetzt komplett ohne Ticket reingegangen wäre, dann hätte ich es verstehen können, aber ich habe ja wenigstens abgestempelt, nur wusste halt nicht, dass das Ticket dann nicht gültig ist. Auf jeden Fall sind wir dann eine Station weitergefahren und dann wollten wir das in dem Center da klären. Meinte die so, ja, nö, ist korrekt, was er gemacht hat und sowas. Habe ich gesagt, ja, okay. Dann erhebe ich dagegen Einspruch. Die haben nämlich eine E-Mail dafür. Habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben, musste ich eine Woche warten. Im Endeffekt wurde das Geld jetzt auf 40 Euro gesenkt, aber ist trotzdem scheiße. Und vor allem hat es mich halt aufgeregt, weil bei mir in Bielefeld ist es halt wirklich so, manchmal. Also erstens kontrollieren da wirklich nie welche. Und zweitens ist es so, dass da sogar die Busfahrer, wenn du entweder einen zu großen Schein hast oder sowas oder ein bisschen zu wenig Geld, um ein Ticket zu bezahlen, dass die dann sogar sagen, ja, okay, scheiß drauf, fahr einfach so mit, ne? Und da habe ich dann ernsthaft direkt so eine scheiß 60-Euro-Strafe aufgedrückt bekommen. Wie gesagt, wurde jetzt auf 40 Euro reduziert, aber das ist einfach so ärgerlich. Und ich habe da wirklich nicht dran gedacht, weil ich war mit den Gedanken komplett woanders, habe einfach aus Gewohnheit abgestempelt. Und ja, Freunde, auf jeden Fall, was ihr euch dabei merken sollt, macht eben denselben Fehler wie ich. Egal, wo ihr seid, holt euch einfach ein neues Ticket. Scheiß drauf. Bezahlt halt ein bisschen was, aber ist immer besser als 40 oder 60 Euro. Ja, auf jeden Fall war das die Real-Life-Story. Also ich werde erst wieder nach Oberhausen fahren, wenn ich 18 bin und mein Auto habe. So viel steht fest. Ich fahre nicht mal mit diesem Scheißverein da. Und naja gut, war einerseits auch an eigene Dummheit, aber es regt mich halt trotzdem auf. Auf jeden Fall war das, wie gesagt, die Real-Life-Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Und vergessen, in die Kommentare zu schreiben, ob ihr ein Horror-Let's Play sehen wollt, ja oder nein. Und ist euch schon mal sowas Ähnliches passiert oder musstet ihr schon mal 60 Euro Strafe bezahlen, weil ihr vielleicht sogar schwarz gefahren seid, weiß man ja nicht. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis dahin und ciao.